aus dem zweiten Stock und sie starb. Aber es wurde nicht unternommen. Wir durften keinen Anwalt sprechen, nichts. Sie haben es einfach vertuscht. Jenny hat nie geweint. Aber dann war plötzlich überall Blut. Das Blut spritzte überall hin. Es war auf ihrem Rücken und auf ihrem Gesäß. Es hat sich geöffnet. Es hat sich weit geöffnet. Und das Blut kam raus. Es war das letzte Mal, dass ich meine Schwester sah. There was two young men. Da waren mal zwei junge Männer, die geflüchtet sind. Sie schafften es bis Jasper und erfroren an der Autobahn. Ich kenne die genaue Stelle, wo sie starben. Das ist unsere gemeinsame Geschichte. Wir wissen, was mit Menschen geschah. Als ich das Forum in meiner Kirche zuließ, wurden viele Geschichten erzählt, darunter auch, wie die Kirche Ureinwohnerland an ihre Gönner verkauft hatte. Zum Beispiel Macmillan Blodell, damals eine große Holzfirma. Und es gab all diese kleinen Hintertürgeschäfte mit dem gestohlenen Land der Indianer. Ich habe die Kirche darauf angesprochen und sie wiesen mir die Tür. Das gesamte Verfahren deiner Entlassung war eine Farce. Die Kirche wusste, dass jetzt 1400 Klagen gegen die Internatsschulen über sie hereinbrechen würden. Ich bin davon überzeugt, dass deine Entlassung von Toronto aus eingefädelt wurde, von der obersten Kirchenleitung. Ich denke, dass das nationale Amt dich entließ, weil sie die anstehende Untersuchung durch die Polizei fürchteten, nachdem Miriam Best deinen Brief erhielt. Ihnen stand ein harter Kampf bevor und sie wollten keine weiteren Schwierigkeiten von der Kanzel in Port Alberni. Der Verkauf und die Spekulation mit dem Land der Ahauset-Ureinwohner auf Flores Island, Grundstück 363, an der kanadischen Westküste durch die United Church of Canada, die Regierung von British Columbia, die Firma Macmillan Blodell und zwei örtliche Geschäftsleute wurde zwischen 1992 und 94 unangefochten aufgedeckt. Die zwei Personen, die primär an der Aufdeckung dieser Vorgänge beteiligt waren, der Stammeshäuptling der Ahauset Earl McKenna George sowie der Pfarrer der United Church Kevin Annette, wurden nun wegen genau dieser Vorkommnisse aus der Kirche ausgestoßen. Im Oktober des Jahres 1994 hatte ich an einem Treffen der Synodalen teilgenommen. Und während dieses Treffens wurde die ganze Angelegenheit, wie den Ahauset das Land weggenommen worden war, von der Kirche vertuscht und geleugnet. Also habe ich dagegen Einwand erhoben und am 17. Oktober 1994 folgenden Brief an die Comox Nanaimo Synode geschrieben. Daraufhin wurde ich von meiner Kanzel entfernt. Dear members of Presbytery, geschätzte Mitglieder der Synode, ich schreibe dies im Anschluss an die Besprechung beim Herbsttreffen der Synode in Gold River wegen der Abmachung bezüglich des Lands der Ahauset. Ich bin besorgt, zum einen wegen der Reaktion der Synodenvertreter auf diese Angelegenheit, zum anderen wegen der Art und Weise, wie die Sache beim Treffen behandelt wurde. Meine Sichtweise zu diesem Thema stammt aus Gesprächen mit den Ahauset und ihren Stammesältesten. Der Kernpunkt scheint mir eher in einem Vertrauensbruch unsererseits zu liegen als in einem juristischen oder urkundlichen Problem, wie einige Synodenvorsteher behaupteten. Kurz gefasst, das Land der Ahauset-Ureinwohner wurde der Presbyterianischen Kirche und dann der United Church of Canada einzig zum Zweck der Ausbildung und des geistlichen Beistands für die Ahauset, insbesondere der jungen Menschen, überlassen. Doch das Land wurde von der Kirche an einen weißen Privatmann verkauft. Schlichte Gerechtigkeit und Anstand verlangen, dass unsere Kirche das Unrecht wieder gut macht und das verkaufte Land den Ahauset wieder zurückgibt und unsere Fehler öffentlich eingesteht. Das wurde von unserer Synode verschleiert.
Manche Vertreter behaupteten, dass die Housed die Verhandlungen blockiert hätten oder dass sie keine angemessenen, rechtmäßigen Urkunden vorlegen könnten, die das Land als Eigentum der Housed belegen. Das sind genau die Anschuldigungen, die Kolonialsysteme immer gegen Ureinwohner richten. Die Tatsache, dass wir warten, dass die Housed uns gegenüber ihren Anspruch beweisen, enthüllt eine Gefühllosigkeit seitens unserer Kirche in Bezug auf Gottes Aufforderung zur Gerechtigkeit gegenüber den Menschen, denen wir Unrecht getan haben. Dies weist auf das Andauern des Rassismus und der Unterdrückung hin, die unser Vermächtnis an die Ureinwohnervölker sind. Es ist noch nicht zu spät, das Unrecht, das wir hinsichtlich des Lands der Housed begangen haben, wieder gut zu machen. Es ist unerlässlich, dass wir das bald tun. Wenn uns irgendetwas an der Rechtschaffenheit unserer Kirche in den Augen sowohl der hiesigen Ureinwohner als auch der breiten Öffentlichkeit liegt. Falls wir in dieser Angelegenheit nicht deutlich und öffentlich unser Unrecht eingestehen und uns aktiv bemühen, das betreffende Land den Housed zurückzugeben, wird es mir schwerfallen, mich in dieser Angelegenheit mit der Kirche zu identifizieren. Ich ersuche die Synodenvertreter dringend, sich umgehend mit den Housed-Ältesten zu treffen und zu einer Lösung im gegenseitigen Einvernehmen zu gelangen, die unserer schriftlich dokumentierten Stellungnahme entspricht, die Landanstalt Ansprüche der Ureinwohner zu unterstützen. Alles, was dem nicht gerecht wird, enthüllt eine gefährliche Kluft zwischen unseren Worten und unseren Taten. Der Eure in Christus, Pfarrer Kevin McNamee Annett. Yours in Christ, Reverend Kevin McNamee Annett. Die Tatsache, dass ich gefeuert wurde, weil ich darauf hingewiesen hatte, dass die Kirche Ureinwohnerland zum Beispiel an die große Holzfirma Macmillan Blodell verkauft hat, die Tatsache, dass ich derart schnell von der Kirche ausgeschlossen wurde, ist doch schon Beweis genug, dass hier einiges im Argen liegt. Wie wurde das Land denn beschafft? Wenn du dir die Machenschaften anschaust, ist es regelrechter Massenmord. Das ist genau das, was ich empfinde. Das ist Völkermord war. Die Kontrolle wurde übernommen, als unsere Leute anfingen zu sterben, durch die Pocken. Wir glauben, dass wir absichtlich damit infiziert wurden. Die Pocken waren eine der ansteckendsten Krankheiten in der Geschichte der Menschheit. Und sie waren die Todesursache von unzähligen Millionen Ureinwohner auf der ganzen Welt, sogar nachdem im 18. Jahrhundert in England ein Impfstoff erfunden wurde. Denn die Pocken waren wegen ihrer brutalen Wirksamkeit eine Hauptwaffe in dem vorsätzlich geführten biologischen Krieg der europäischen Machthaber gegen Ureinwohner. 10 Tage nach der Infektion war das Opfer tot. Ich bin ein Nachkomme von Samson Peel. Samson Peel war die ursprüngliche Familie, die hier lebte. Und Samson, seine Brüder und seine Schwester waren die Letzten, die übrig waren. Als sie vom Angeln und Arbeiten nach einiger Zeit zurückkehrten, war inzwischen die ganze Familie an der Pockenepidemie gestorben. Und sie trieben hier in der Nähe des Strandes und irgendwo bei dem Bach da drüben. Und sie mussten sie alle begraben. Es gab eine Studie von General Geoffrey Amherst, nach dem Nova Scotia benannt wurde. Er war ein britischer General, der einen biologischen Krieg gegen die Mi'kmaq-Indianer in Nova Scotia führte. Und in den 1740er Jahren führte er Tagebuch darüber. Er war so schamlos, in diesem Tagebuch aufzuzeichnen, was er gemacht hat, weil er keine Angst hatte, sich jemals vor irgendjemanden verantworten zu müssen. Denn schließlich waren sie das Gesetz. Er beschrieb, wie sie von den Krankenhäusern, wo ihre eigenen Leute an Pocken gestorben waren, Decken nahmen und diese dann unter den Mi'kmaqs und anderen Indianern verteilen ließen. Zum Beispiel die Huron oder die Algonquin-Indianer im Osten Kanadas. Sie wurden gezielt mit Pocken infiziert und so wurden fast alle Huronen ausgerottet. Und in der Gegend von Vancouver Island hört man, dass dort dasselbe passiert ist. Allerdings geschah das hier hauptsächlich durch die Missionare, weil sie die ersten in der Gegend waren. Harriet erzählt von einem kleinen Dorf nahe Port Renfrew auf Vancouver Island, dass in den 1860er Jahren 3400 Menschen dort wohnten. Um 1890 waren es nur noch 44. Also 98,5% der Bevölkerung weg, die meisten durch Pocken.
Und die Menschen dort sagen, dass Missionare und britische Matrosen ihnen Decken gaben, die mit Pocken infiziert waren. Und deshalb starben so viele Menschen. So viele Menschen können gar nicht durch natürliche Umstände oder Unfälle sterben. So passiert das nicht. Das war biologische Kriegsführung. Tuberkulose war eine weitere Waffe, die in der biologischen Kriegsführung gegen die Ureinwohner Kanadas eingesetzt wurde. Als höchst ansteckende Krankheit, die sich durch die Luft und durch infiziertes Essen verbreitet, war Tuberkulose eine der Haupttodesursachen von Kindern an den Internatsschulen in ganz Kanada. Nach Regierungsvertretern wie Dr. Peter Bryce wurden gesunde Indianerkinder absichtlich und regelmäßig von Angestellten der Internatsschulen der Tuberkulose ausgesetzt, indem man die Kinder zwang, bei sterbenden Kindern zu schlafen und mit ihnen zu spielen. Hilfe und Behandlung wurden ihnen verweigert. Diese mörderische Praxis war für eine jährliche Todesrate von fast 50% an den Internatsschulen verantwortlich. Wir waren im selben Zimmer wie die TB-Kranken. Sie haben uns nicht getrennt. Wir wurden dazu gezwungen, mit ihnen zu spielen. Die Nonnen zwangen uns, mit diesen Kindern zu spielen. Wir wollten nicht auch noch krank werden, aber sie zwangen uns halt dazu, mit ihnen zu spielen. Manche wurden auch gezwungen, bei diesen Kindern zu schlafen. Als ich an der Universität von British Columbia zu studieren begann, um zu promovieren, da fand ich Aufzeichnungen von Dr. Peter Bryce. Er war der medizinische Leiter des Amtes für Indianerangelegenheiten. 1907 besichtigte er alle Schulen. Und er berichtete, dass über die Hälfte der Kinder jedes Jahrgangs an Tuberkulose starben, und zwar insbesondere durch die Praxis, gesunde Kinder zusammen mit Kindern, die im Sterben lagen, unterzubringen. Und keines von ihnen wurde behandelt. Man ließ sie an dieser Krankheit einfach sterben. Aber warum? Weil sie mindestens die Hälfte ausrotten wollten. Dr. Bryce berichtete dem Chef des Amts für Indianerangelegenheiten, Duncan Campbell Scott, ich zitiere, ich glaube, dass die Bedingungen in unseren Internatsschulen bewusst geschaffen werden, um ansteckende Krankheiten zu verbreiten. Er hat also klar gesagt, dass Kinder gezielt umgebracht wurden, indem man sie mit TB infizierte. Das wird jetzt sogar in einigen der akademischen Bücher über die Internatsschulen erwähnt. Auch auf der Titelseite des Ottawa Citizen war bereits im Jahr 1907 berichtet worden. Wir lesen, Schulen helfen der weißen Pest. Das ist ein Artikel über Dr. Bryce Bericht vom 15. November 1907. Das war vor ungefähr 100 Jahren. Sie berichteten, die durchschnittliche Todesrate an den Internatsschulen im Westen läge bei 69%. Also mehr als zwei Drittel der Kinder starben dort im ersten Jahr. Tageszeitungen berichteten darüber. Und dennoch sagen viele Menschen heute, oh, das wussten wir nicht. Aber es ist doch schon seit einem Jahrhundert in der Öffentlichkeit bekannt gewesen. Public knowledge for a century in Canada. There's about 50%. Ungefähr 50% der Kinder starb an TB. Vom heutigen Häuptling kann ich dir sagen, seine Mutter hatte 12 Geschwister. Sie war die Einzige, die diese Schule überlebte. Sie sah, wie ihre 12 Geschwister und sie selbst da reingingen und nur sie kam wieder raus. Sie sagte, dass die anderen es nie nach Hause geschafft haben. Das System der Internatsschulen für Indianer war die grausame Fortsetzung eines älteren Völkermords. Dieser begann im Osten Kanadas bereits 1540, an der Pazifikküste in den 1840ern. Ziel war die vorsätzliche und systematische Ausrottung sämtlicher Ureinwohnervölker, die ihr Land und ihre Rohstoffe nicht verlassen, ihre Traditionen und Sprachen nicht aufgeben und keine Christen werden wollten. Diese Zielsetzung ist nie ins Wanken geraten, sondern hat nur im Lauf der Jahrhunderte verschiedene Formen angenommen, während sich die europäische Eroberung allmählich westwärts über den Kontinent bewegte. Das europäische Christentum und seine kolonialen Imperien waren die Seuche und die Internatsschulen waren eine effiziente Methode zur Ansteckung. Bis um das Jahr 1900 die meisten Internatsschulen in ganz Kanada fest etabliert waren, hatte diese Seuche schon die meisten Ureinwohner ausgerottet, in einem Völkermord, dessen Einzelheiten immer noch zum großen Teil nicht aufgezeichnet und eventuell bereits vergessen sind. Wir sehen die Beweise für den Völkermord und doch registriert unser Verstand es nicht. Doch dieses Buch wird im Universitätslehrplan zum Thema Internatsschulen eingesetzt, schon fast 10 Jahre lang. Hier ist ein Bild von Kindern mit Tuberkulose. Man sieht die Verbände um ihre Köpfe. Der Text sagt, dass sie aktive, also offene Tuberkulose-Geschwüre haben. Und sie sitzen hier neben gesunden Kindern.
Das war, was Dr. Peter Bryce beschrieb. Wenn man Tuberkulose hat, kommt man in Quarantäne. Man sitzt nicht neben gesunden Kindern. Dieses Bild hier ist ein Beweis für den Völkermord. Es steht in einem gewöhnlichen Lehrbuch. Die Menschen sehen es, und doch behaupten sie bis heute, es gibt keine Beweise dafür, dass wir versucht haben, die Ureinwohner umzubringen. Doch der Beweis liegt in diesem Bild. Und diese Praxis, die in Internatsschulen in ganz Kanada ausgeübt wurde, wurde hier dokumentiert. Wie konnten Eltern und Verwandte das zulassen? Haben sie etwas unternommen? Das durften sie nicht. Es gab einen Aufnahmeantrag und den mussten alle Ureinwohnereltern unterschreiben oder sie wanderten ins Gefängnis. Mit diesem Dokument wurde jedoch das Sorgerecht für das eigene Kind per Unterschrift an den Direktor der Internatsschule abgetreten, an den Geistlichen, der die Schule leitete. Und damit wurde er der offizielle Erziehungsberechtigte für das Kind. Das erklärt also, warum diese Dinge passieren konnten, wie sie passieren konnten. Sie konnten mit diesen Kindern machen, was sie wollten. Als ich das 1997 auf einer Pressekonferenz herausgab, haben sich zwei Vertreter der Kirche hereingeschlichen und diese Dokumente aus meinem Aktenkoffer gestohlen. Das haben wir sogar auf Film. Sie fürchteten, dass alles herauskam, denn hier war der Beweis, dass sie sich strafbar gemacht hatten. Richter Hoggart vom obersten Gericht in British Columbia entschied im Jahr 1998, dass die United Church of Canada und die Regierung jeweils zur Hälfte verantwortlich waren für das, was in den Internatsschulen geschehen war. Jahrelang war ich wütend auf meine Mutter, bis ich sie traf und sie mir erzählte, dass sie gezwungen worden war. Es stand im Indianergesetz. Die Polizei kam, uns zu holen. Sie würden uns mitnehmen, meine Mutter ins Gefängnis werfen oder ihr eine Geldstrafe auferlegen. Oder alle drei. Das steht im Indianergesetz. Das Indianergesetz Kanadas ist eine rassenbezogene Gesetzgebung, die legal indigene Völker in eine separate und minderwertige Bürgerklasse absondert, unter der Kontrolle eines Mannes, des Bundesministers für Indianerangelegenheiten. Das Indianergesetz erlaubt, dass Ureinwohner aus ihren Häusern in den Reservaten hinausgeworfen werden, dass sie willkürlich ins Gefängnis geworfen und unfreiwillig medizinischen Experimenten unterworfen werden, und es verweigert ihnen das Recht, ihre eigenen Anführer zu wählen. Unter dem Indianergesetz sind die Ureinwohner auf unbestimmte Zeit staatliche Mündel Kanadas und damit Kindern und Geisteskranken gleichgestellt. Diese rassistische Gesetzgebung ist im Wesentlichen seit 1876 unverändert geblieben. Philosophie und Bestimmungen dieser Gesetzgebung wurden unter der Führung der römisch-katholischen Kirche sowie der anglikanischen Kirche durch die Bagot-Kommission entworfen, die der Vatikan 1845 eingerichtet hatte. Im Jahr 1857 setzte die Regierung Kanadas die Vorschläge dieser Kommission in Kraft, als sie das Gesetz zur Förderung der allmählichen Zivilisierung der Indianervölker verabschiedete. Diese Gesetzgebung zwang die Ureinwohner, ihr Land und ihre Identität aufzugeben und verweigerte ihnen für alle Zukunft jeglichen Anspruch auf Land, das nun zur Gänze der Krone gehörte. Das ist es, was Völkermord bedeutet. Raphael Lemkin, der geholfen hat, die UN-Konvention bezüglich Völkermord zu entwerfen, hatte eine klare Definition für Völkermord. In der Phase 1 zerstörst du die ursprüngliche Struktur einer bestimmten Zielgruppe. Du löscht ihre Sprache, ihre Kultur aus und du vertreibst sie von ihrem Land. Die zweite Phase ist, dass man ihnen die Struktur der herrschenden Gruppe aufzwingt. Und genau das ist in Kanada passiert, genau wie in jeder kolonisierten Region. Aber hier ist es überwiegend durch die Kirchen geschehen. Das ist das Grab von Harry Gillott. Man sieht, dass sein Grab geschändet wurde. Er war ein anglikanischer Missionar. Er arbeitete für die Regierung und gleichzeitig für das Indianeramt und auch für die örtliche Holzfirma. Er war praktisch Kirche, Staat und Firma in einem, und er führte die Internatsschulen ein und stellte sicher, dass alle Kinder an der Schule gefangen waren. Er ist verantwortlich für eine Menge Leid der Ureinwohner. Es überrascht mich also nicht, dass jemand das Grab geschändet hat. Dieses Kreuz ist ein Symbol für all das Leid, das die Ureinwohner durchgemacht haben. Als du dein geistliches Amt antratst, hast du da nicht begriffen, was die Kirche tut? Damals?
Ja, bevor du Pfarrer wurdest. Nun, ich wusste, dass es hauptsächlich Gerede war. Sogar schon als ich als Kind in der Kirche saß, wusste ich. Als Kind weiß man manches einfach. Kinder sind sehr intuitiv, dass diese Leute nicht leben, was sie predigen. Sie lieben einander nicht. Kommt etwa jemand zu uns nach Hause? Als mein Vater keine Arbeit mehr hatte und wir in einem Hotel in die Innenstadt von Vancouver ziehen mussten, kam da jemand von den Kirchenleuten, um uns zu helfen? Nein. Nicht einmal der Pfarrer. Plötzlich waren wir eine ausgestoßene Familie. Aber das nahm nichts von dem, was ich innerlich fühlte, die Botschaft Jesu, die für mich revolutionär war. Wo ist es denn schiefgelaufen? Du bist mir da ins Wort gefallen, warte. Oh, Verzeihung. Es war ja nicht nur, dass Jesus ein netter Kerl war, ein gütiger, liebevoller Mann. So habe ich ihn nie gesehen. Ich sah ihn als einen Revolutionär. Er wurde ermordet, weil er die Mächtigen herausgefordert hat. Im Namen der Menschen, die keine Stimme hatten. Im Namen der Ausgestoßenen. Die Frau, die zu Tode gesteinigt werden sollte. Oder die Menschen, die immer draußen standen. Sie hatten endlich einen Helden. Und er sagte, nicht nur ich bin euer Held, sondern Gott ist es auch. Das ist etwas Revolutionäres. Es war wunderschön. Es war wie eine neue Welt für mich. Und ich sah, wie die Kirche diese Botschaft entstellte. Ich sah, wie sie sich auf die Seite der Reichen und Mächtigen stellten. Und das tun sie in der ganzen Welt. Sie kreuzigen Christus immer und immer wieder. Genauso, wie sie die Armen kreuzigen. Und da sagte ich mir, das muss aufhören. Diese Lüge muss aufhören. Wie im alten Römischen Reich ist ihnen klar geworden, wir besiegen diese Menschen nicht. Je mehr wir von ihnen im Kolosseum verbrennen und den Löwen vorwerfen, desto mehr Menschen lassen sich konvertieren. Selbst die Soldaten werden Christen und wollen nicht mehr kämpfen. Das ganze Reich war dabei, auseinanderzufallen. Aber sie waren clever und sagten, du kannst so eine Bewegung nicht zerstören, aber du kannst sie korrumpieren und pervertieren. Und genau das haben sie getan. Sie öffneten die Tür und sagten, kommt nur rein und setzt euch hin, Leute. Nehmt Platz im Reich. Wir geben euch Macht, damit ihr die Leute bekehren könnt. Wir geben euch die Mittel, um in dieser Welt erobern zu können. Ihr müsst nicht mehr verfolgt werden. Und die Menschen nahmen das an und kehrten Christus den Rücken zu, schlossen die Tür vor ihm und wurden die Kirche. Sie wurden das Christentum und ihre Hände sind deshalb voller Blut. Aber er steht immer noch vor der Tür. Und ich habe versucht, die Tür wieder aufzumachen. Als die Presseberichte und die Prozesse gegen die Kirchen und die Regierung begannen, entschied sich die Kirche, mich von der Liste zu nehmen, mit anderen Worten, rauszuwerfen. Die Person, die die Anhörung einberufen hatte, war der Chefsekretär der hiesigen Kirche, Brian Thorpe. Er hatte die Anhörung arrangiert, die Mitglieder des Gremiums ausgesucht und die Anhörung fand in einem Raum in der Kirche eines seiner Freunde statt. Und darüber hinaus war er einer der vier Personen, die gegen Kevin ausgesagt haben. Also hier war er gleichzeitig Richter und Geschworener. Und das Ganze wurde sehr schwammig. Und ich dachte, Moment mal, was geht hier vor? Und das nennt man faires Verfahren? Ja, faires Verfahren. Aber bei der ganzen Sache wussten sie, dass ich mir Notizen machte von allem. Was bewies, dass gar nichts nach einem fairen Verfahren vor sich ging. Sie haben jedes Mal gesehen, dass ich das notierte. Wussten sie, wer sie sind oder sahen sie in ihnen nur eine neugierige alte Frau? Ja, aber nach der ersten Woche wurde mir bewusst, dass es sich hier um kanadische Geschichte handelte, die Geschichte der protestantischen United Church und der Ureinwohner. Und sie verdiente es, berichtet zu werden. Ich legte Wert darauf, an allen 36 Tagen der Anhörung anwesend zu sein, die sich über 6 Monate erstreckte. Meine Absetzung war die erste und einzige öffentliche Absetzung eines Pfarrers in der Geschichte dieser Kirche. Es war wie in einem Schauprozess. Aber während dieses Prozesses sagte der Anwalt der Kirche, Ian Benson, der Grund, warum Pfarrer Annetts Absetzung empfohlen wird, hat nichts mit seiner Amtsführung zu tun, sondern mit seinen Kommentaren gegenüber der Presse über den Tod von Kindern in den Indianerinternatsschulen. Sie wollten mich also loswerden, weil ich weiter über die Todesfälle und Morde sprach. Nach meiner Entlassung aus Port Alberni musste meine Familie und ich wieder nach Vancouver ziehen. Ich immatrikulierte mich an der Universität von British Columbia. Die Haltung der Kirche zu dieser Zeit war im Grunde, mich kaltzustellen und mich zu ignorieren. Doch im Februar 1996 ließen sie plötzlich ihre Forderungen wieder aufleben, mich ganz und gar aus der Kirche zu verstoßen.
Interessanterweise taten sie das genau zwei Tage, nachdem bekannt wurde, dass die ersten Gerichtsverfahren gegen die United Church of Canada und gegen die Bundesregierung beginnen würden. Viele der Kläger waren Teil meiner Gemeinde gewesen und ich hatte mit ihnen gearbeitet und ihnen Informationen zukommen lassen. Offenbar wollten sie mich deshalb ganz und gar aus der Kirche verstoßen. Der Zweck der Anhörung war totales Mobbing, ihm den Prozess zu machen, um jemanden loszuwerden, der weit mehr Informationen hatte, als gut für ihn war. Er war auf große Zehen getreten, mit Geld. Und das Ganze ging nur darum, Kevin Annett loszuwerden. Und im selben Jahr entschied sich die Kirche, mich aus dem Priesteramt zu verstoßen. Sie nannten es beschönigend, von der Liste nehmen und ließen es sich über eine Viertelmillion Dollar kosten. Dabei hatte mir die Kirche ein Jahr zuvor mitgeteilt, dass sie $1,000 monatlich für die Speisung von über 300 hungernden Familien in Port Alberni nicht aufbringen konnte. Und jetzt plötzlich